ich so da liegen sehe. So weit weg hinter der Glasscheibe. Genau ein Leben, so weit weg, dann denke ich mir doch, es hat wohl so kommen müssen. Ich glaube, weil du hast es so wollen, Willi. Angefangen hat das als 67. Weißt du das noch? Alle zwei sind wir mitgelaufen für die Freiheit und für den Frieden. Mit großen Augen und blärt haben wir: Bürger, lasst das Glotzen sein, kommt herunter, reiht euch ein. Und du warst halt immer ein Dreh weiter wie wir. Immer ein bisschen wilder und immer ein bisschen ehrlicher. Wir haben sie ja nicht so angewöhnt, Willi. Und du hast damals schon gesagt: Freiheit, Wecker. Freiheit, das heißt, keine Angst haben vor nix und niemands. Doch seien wir ehrlicher, ein bisschen ein laues Gefühl haben wir schon gehabt damals. Wegen den ganzen Gläsen, die einfach mitgelaufen sind, weil es aufgeht, wegen den Sonntagnachmittagsrevolution. Daheim der Freundin und ein Neihahn, wenn es einen anderen anschaut, aber über die bürgerliche Moral herziehen. Ja, ja, die gleichen, Willi, die gleichen, die jetzt ganz brav das Mai halten, weil es ihnen sonst nass reingeht. Und du hast damals schon gesagt, lang halte das nicht aus. Lang halte das nicht aus, da ist mir zu viel Mode dabei. Wenn schon die Schickeria ihren Porsche gegen einen 2CV umtauscht, dann muss irgendwas faul sein an der großen Revolution. Bei Mitlaufen ohne Denker, das kann halt nicht gut sein. Auch nicht für eine gute Sache. Gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heut, und heut wird er begraben. Gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heut, und heut wird er begraben. Plötzlich mit dem Schlucker angefangen, mit dem Saufen, und ich glaube, ein bisschen aufgeben hast du damals schon. Ich verstehe dich. Das ist ja kein Wunder, wenn man bedenkt, was alles geworden ist aus den großen Kämpfern. Heute denken sie ja schon mit 17 an die Rente. Und die Madeln schütteln weise den Kopf, wenn die Mutter ihr Moor Zeige schmeißt endlich und sagt, mach doch dein Krampf verloren, alter Depp, dann sagen sie, nein, Mama, um Gottes Willen, so geht doch das nicht mehr. Trotzdem, Willi, trotzdem, man muss weiter kämpfen bis zum Umfallen, auch wenn die ganze Welt einen Arsch offen hat oder gerade deswegen. Und dann, irgendwann, hast du angefangen, die echten Leute zu suchen. Die, wo nicht dauernd ja, ihr Lehrer sagen. Da hinten am Viktualienmarkt und am Bahnhofseck. Ich hab dich gewarnt. Echter sind die schon, Willi, habe ich gesagt. Echter schon, aber die sind Tretene, Geschlagene. Und wenn einer dauernd geschlagen wird, dann schlagt er halt irgendwann einmal zurück. Nix. Nix, hast du gesagt, mir? Mir tut doch keiner was. Naja, jetzt siehst du das ja, du dummer Hund. Gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heut, und heut, und heut wird er begraben. Gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heut, und heut, und heut wird er begraben. Weißt du, gestern bloß auf dem Mond gewesen? Oder auf dem Amazonas, in einem Einbaum oder ganz allein auf dem Gipfel, 3 Schritt vom Himmel weg, überall, überall, bloß nicht in der unseligen Kneipen in der Nacht. Ich hab in der Früh noch gesagt, komm Willi, fahr mal raus, das Wetter ist so schön, die Luft ist so glasig, die Berge sind so nah, fahr mal weg, schwänz mir einfach ein paar Tage wie damals in der Hirnschule, weißt du das noch? Aber nein, du hast schön aller Früh am Sitzen gehabt und am Abend. Du hast das halt doch wieder zwangen müssen, dass du doch nur einer bist.
angefangen. Und das ist ganz lustig. Am Anfang haben wir halt den alten Schmarrn wieder aufgewärmt. Wie er nun damals mit dem Lehrer Huber seiner Frau am Faschingsball bussiert hat. Und schön war es und gemütlich war es, so richtig sentimental. Bis dieser Depp an unseren Tisch gekommen ist. Mit seinem Dreikant-Schlüsselkopf. Klein, schwammig und braun. Und kaum ist er da gesessen, hat er uns schon gefragt, ob wir beim Bund gewesen wären. Naja, das kennen wir ja. Haben wir alles miterlebt, 67, genau das Gleiche. Und dann hat er weitergeredet, dass er so froh wäre, dass jetzt wieder Ordnung kommt in die rote Staatssoße und die Jugend, die würde auch immer vernünftiger. Und in Bayern, da wissen sie es ja eh schon lang, wo es lang geht politisch. Ich hab die angeschaut und gewusst, das hältst du nicht lange aus. Und plötzlich, ganz glücklich und befreit, hat er Summen angefangen. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen und am die hinteren Tisch, da haben's mitgesummt. Sowas vom Horst Wessel. Und plötzlich stehst du langsam auf und dein Birn schwillt an und dann blärst. Halt's mei, Faschist! Start was. Knistert hat's. Die Luft war wie eine Wand zum Festhalten. Da hätte man noch gehen können, Willi. Da hätte man noch gehen können. Ich bin zu dir hin und hab gesagt, komm, lass ihn doch stehen, den alten Deppen. Wem schaut er denn? Nix, nix, sagst alle Chance. Die alten und die jungen Deppen. Und dann ging's an den hinteren Tischen los. Leise, aber bösartig, aggressiv und gehässig. Geh doch rüber in die Sowjetunion, Kommunist. Ja, alles das auch erlebt. Genau das Gleiche. Ich weiß, ich muss die zurückhalten. Pack die bei der Joppen und sag, Willi, komm, jetzt müssen wir gehen. Ich weiß genau, es passiert ein Unglück. Du stehst auf, Freiheit, wie gebärst. Freiheit, das heißt keine Angst haben vor nichts und niemand. Und dann steht am hinteren Tisch einer auf. Ein Junge, ein ganzer Junge. Und packt sein Glasl. Ich noch mal auf die zu. Willi, sag ich. Willi, komm, jetzt müssen wir gehen. Jetzt ist die letzte Möglichkeit. Nichts, du reißt die los, du auf ihn zu. Und er nimmt sein Glasl und haut's am Tisch ab. Und du gehst noch mal auf ihn zu. Und plötzlich schlagt er zu. Willi, du dummer Hund, du dummer. Wir hätten dich doch nur so braucht, wir alle brauchen einen, wie du einer bist. Gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heut wird er begraben. Gestern haben sie einen Willi erschlagen. Und heil, wird er begraben.